Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Servus. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon. Hallo. So, die Aufgaben sind noch alle klar? Ja. Okay. Also bei mir schon. Bei mir steht am Mikado am Händler, obwohl er im Traktor ist. Ich sehe ihn doppelt. Okay. Ich glaube, sie sollten nicht so viel... Ich habe jetzt aber keinen Cheater. Ich glaube, sie sollten nicht während der Arbeitszeit so viel trinken. Mikado? Ja, bitte. Irre ich mich da oder sollte man nicht vorher absprechen, dass man ein Feld kauft? Es war abgesprochen. Ah, dann ich Achso, okay. Feld 20 Volt oder was das war. Alles gut. Dann alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Gut. Alles gut. Jo, dann bis später, Leon. Später. Jo. Jo. Bis später. So, Herr Mikado. Ja, bitte. Alles tutti bei Ihnen. Wie laufen die Geschäfte? Ja, also bei mir sieht es im Moment echt nicht übel aus. Ja? Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ja. Ja. Das sagen sie alle und dann verlieren sie. Was? Hä? Was du verlierst? Ach, ich würde nicht so voreilig sein, aber vielleicht können sie ja da schon recht haben. Ich würde nicht so voreilig sein. Muss ich ihnen so sagen, ne? Ich gebe mir Mühe. Weil nicht, dass das dann später stimmt, dann ist das ja ein bisschen traurig, ne? Ich gebe mir Mühe, dass es nicht so ist. Also, müssen wir ganz ehrlich sein. Seien sie doch nicht. Ich finde es ja interessant, dass sie Aufträge kriegen. Aufträge? Dass das Lohnunternehmen ihnen Aufträge erteilt. Hä? Nein. Doch, das Lohnunternehmen hat gerade geschrieben, dass sie einen Auftrag haben. Nein, er hat mich gefragt, ob ich einen Auftrag habe. Ach so, jetzt. Das verstanden. Also, die müssen echt noch Sprache lernen. Ja, ich kenne mich nur. Kenne mich nur im Abholzen aus. Aber darin kenne ich mich wenigstens gut aus. Ja, glaube ich Ihnen. Ich muss gerade überlegen, ob ich einen Auftrag habe für die. Ich glaube, ich hätte sogar einen. Hä? Moment, ich muss mal kurz zum Wohnen. Ach so, das war das Stroh, okay. Dachtest du, die geben dir schon einfach so... Ne, ich wusste jetzt nicht, woher das Geld kommt. Das war etwas verwirrend. Apropos, ich komme gerade wieder. Geh auch kurz zum Wohnen. So, wir haben allein in der letzten Folge ungefähr 40.000 verdient. Mit, ich glaube, 10 Bäumen oder so. So gefühlt zumindest. Von dem her ist es, glaube ich, ganz richtig, was wir gemacht haben, dass wir uns hier umverändert haben. Beziehungsweise wir uns neu orientiert haben mit der Forstwirtschaft. Och ne, ich dachte, ich hänge hier fest. So. Es wird natürlich ein bisschen hässlich, wenn ich jetzt hier wirklich alle Bäume abholze. Aber irgendwie müssen wir Geld kriegen, und zwar deutlich mehr, wie Mikado kriegt. Ich hatte auch ein Video geschaut wegen der... Da bin ich wieder. WB. So. Den Auftrag ist erteilt worden. Wegen dem Abholz, wegen dem Abernten von Feldern. Also man kann wirklich... So, da muss ich jetzt nur noch eine Sache überlegen. Woher kriege ich jetzt so schnell Gras? In Erntereife 1, weil die... Aber mir ist nämlich noch gar nichts gewachsen. Noch nicht. Der Ertrag ist gleich. Was brauchen sie denn Gras? Ist doch unnötig. Tja, das wüssten sie wohl gerne, hm? Die Schafe brauchen doch bei ihnen nichts, die verhungern sowieso. Hallo?
Woher wollen die das denn wissen? Ich hab doch noch gar keine Schafe. Ja, sehen sie. Weil die verhungern würden. Die würden bei ihnen verhungern, deshalb haben die Schafe gar keine Lust, bei ihnen zu leben. Ach so. Ach so, Entschuldigung. Ich musste gerade kurz. Also wenn ich Schaf wäre. Oh, warte mal. Oh, aha. Steht ein MB-Track rum. Okay. Ah, und da hinten ist auch eine Schafweide. Und da. Hallo, Herr Mikado. Kommen Sie mal aus dem Schafstall raus hier. Ich weiß jetzt nicht, was der. Sagen Sie mal. Was treiben Sie da für eine Spionage? Ich hatte gerade einen Baum. Anzeige ist draußen. Haben wir eine Polizei? Anzeige. Ich hatte einen Baum gefällt. Wir betrügen. Helfen Sie mir. Ich hatte einen Baum gefällt. Der hat mich zu Ihrem Grundstück geführt. Also sagen Sie mal, das geht ja gar nicht. Sie einfach Industriespionage hier machen. Nein, würde ich nicht. Dürfen Sie gar nicht. Das erzähle ich meiner Mutter. Und dann kriegst du Ärger. Was macht denn der hier? Weiß ich nicht, was macht denn der da? Ein Blödsinn. Hä? Warum fährt er? Hä, wenn ich auf W gehe, fährt er rückwärts. Okay, dann steigt vielleicht mal aus und ein. Immer noch. Okay, komisch. Tja, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht beantworten, wieso das so ist. Moment kurz. Auf Nacht ist. Klopf. Schlaganfall? Ja. Scheint so irgendwie so. Können Sie mal den Drescher vorwärts rausfahren? Ich habe das Shuttle-Control angemacht. Was für ein Ding? Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Mit Steuerung, Leertaste. Warum denn? Warum noch? Gut. Der Drescher wollte nämlich dann plötzlich ins Feld fahren. Ja, bitte? Ja. Der Drescher auf Feld 20 ist voll. Das hat mit mir nichts zu tun, da sind Sie an der falschen Adresse. Kippen Sie das Zeug einfach irgendwo in die Ecke und vergessen Sie es. Wollte nur fragen. Nee, kippen Sie es einfach irgendwo ab. Es ist Gerste, gell? Können Sie auch gerne bei mir ins Silo kippen. Nee, so machen wir das nicht, Varuna. Wir sind nämlich Gleichberechtigung. Doch, Leon, das geht schon klar. Ich hab das mit Herrn Mikado abgeklärt. Das passt schon. Ja. Leon, du fragst bitte Mikado, wo das hin soll. Er hat doch das Heu gemeint zur Mühle. Ja, aber wegen dem vollen Drescher, meine ich. Ach so. Sie können das schon machen, Herr Teigefahren, da springt fürs Lohnunternehmen auch was raus. Ich zahle Ihnen so 20.000 oder so. Ach nee, so machen wir es nicht. Ach kommen Sie. Nein. Wie viel kostet es denn? Wir geben dafür kein Geld. Die nächste kriegen ja auch Geld dafür. Also wir müssen ja nicht mal was ausgeben. Ja, wir wollen da aber auch kein Geld für kriegen, dass Leon da irgendwo irgendwas hinkippt. Er soll es ja bei mir ins Silo kippen, das ist ja nicht mal Verschwendung. Nee, das ist nicht fair. Doch, das tut mir leid. Ach verdammt. Nein. Das finde ich jetzt aber nicht fair von Ihnen, muss ich echt mal sagen. Nee, ich würde es machen, aber wenn der Zeigefahren Nein sagt, dann kann ich daran nichts ändern. Das ist aber schade. Okay. So, funktioniert das? Auch wenn ich selbst Ja gesagt hätte. Hätten wir es nicht für Geld gemacht. Achso, einfach nur aus Nettigkeit können Sie natürlich auch bei mir ins Silo kippen. Nee, machen wir nicht. Ach, okay, gut, dann bin ich mal wieder weg. Ja. Bis später. So, schade. Schade Schokolade. Ja, etwas. Konnten Sie die Schokolade doch nicht loswerden? Ich bin etwas enttäuscht vom Lohnunternehmen. Also haben die Schokolade doch nicht angenommen? Nee, ganz und gar nicht. Tja, siehste, nicht jeder kann mit Schokolade.
gezwungen werden, ihn das zu machen. Aber Stich. Ich hab's ihnen ja direkt vorne rein gesagt. Woher wissen Sie denn irgendwas von der Bestechung? Weiß ich nicht. Ich habe einfach mal geraten. Hallo? Aha. Ich find's schon dreist, dass ein Lohnunternehmen mich bestechen möchte. So ein Unternehmer, das Lohnunternehmen möchte Sie bestechen? Ja. Stimmt das? Dachte auch, ich höre nicht recht. Ach Gott, ey, Mann, mein Helfer, ey. Jetzt habe ich schon wieder die halbe Ernte kaputt wegen meinem blöden Helfer. Ach, schlimm. Ist doof, ja. Och nee. Zu schwer, verdammt. Er schafft nicht mal 4 Bäumchen hier ranzuziehen. Das ist aber echt nicht. Das Lohnunternehmen arbeitet bei mir tatkräftig an dem Auftrag. Ist schon mal gut. Bei mir auch. Ist nicht so gut. Also was wollen Sie denn damit sagen? Sie kriegen schon mal keinen Muffin mehr von mir. Ich habe noch nie einen Muffin von Ihnen gekriegt. Wenn Sie den wenigstens mal rausrücken würden. Ja, okay. Hier, bitteschön. Da. Bitteschön. Ja, das den esse ich jetzt nicht, der ist bestimmt vergiftet. Ach was. Rattengift ist doch nicht giftig, oder? Nee. Gelegentlich kann man davon mal. Ich kann ja auch mal vorprobieren. Mal schnell vorprobieren. Nicht, dass er leicht vergiftet ist, oder? Die Laterne steht im Weg. Die Laterne habe ich dahin platziert. Ja, das glaube ich. Aufs Wort, ey. Sofort. Echt, das trauen Sie mir zu? Also, das hätte ich ja echt nicht. Da haben wir schon wieder ein bisschen was liegen hier. Das ist schön. Das ist echt nicht nett von Ihnen. Sie haben gesagt, dass Sie mich vergiften wollen. Also, nee, ich habe behauptet, dass Sie vielleicht vergiftet sind. Genau. Aber einfach zu behaupten. Man weiß ja nie, im Konkurrenzkampf. Shit, was bist du jetzt? Kann das ja mal vorkommen, dass aus Versehen was vergiftet ist. Aber nur ganz aus Versehen, ne? Natürlich. Nicht, dass er irgendwie denken muss. Wäre ja nie beabsichtigt. Nein. Ja, denken Sie denn bitte schön. Ah! Nein. So. Die Maschinen wollen auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Nee, wollen die das nicht mehr? Ich glaube, die Maschinen, die arbeiten auch für mich. Und solange es ihre Maschinen sind, ist kein Problem. Nee, ich meine, wenn ihre nicht funktionieren, dann arbeiten die auch für mich. Das macht Spaß. Das sind die schon richtig. Tut mir ja schon echt aufrichtig leid, wenn ihre Maschine nicht funktioniert. Als ob ich das glauben sollte, ja. Also. April haben wir noch nicht. Stimmt, 1. April ist ja jetzt bald, ne? Ne, warte mal, wie viel haben wir noch? Ja, nächste Woche. Ja, nächste Woche. Tschüss. Ich habe es aufs Wort. Hallo? Dober Baum. Die Bäume, die nerven mich manchmal. Das schon. So, das würde ich nämlich gerne noch. Komm, da ein bisschen Stroh rein, das ist gut. Sagen Sie mal, was machen Sie da gerade? Warum? Was? Ich fäll Bäume. Nichts Besonderes. Ah, okay. Nichts Besonderes. Was heißt das ist nichts Besonderes. Das ist. Ich weiß schon ganz genau, was ich meine. Wir sind ja seit kurzem in der Forstwirtschaft tätig. Und der Stadtrat hat gesagt, es müssen alle Bäume hier weg. Ich weiß schon ganz genau, was wir vorhaben.
Ich weiß es. Ja, funktioniert das nicht ganz, ne? Nee, funktioniert es nicht ganz so. Das ist aber tragisch. Das ist aber echt tragisch. Im Weg. Oder finden Sie, dass ich auch das ist echt tragisch? Nö, ich finde es in Ordnung. Ah, okay. Wenn Sie das sagen, dann ist es mir egal. So, jetzt haben wir das Problem gelöst. Sehr gut. Ich würde gerne heute noch ein bisschen Ertrag generieren. Aber nur ein bisschen. Dass Mikado nicht ganz so sehr traurig wird. Ich bin ja jetzt schon traurig. Wissen Sie Bescheid? Ah, schade. Schuhhupen. Was haben Sie jetzt mit Schade? Jo, was tragen Sie denn da? Also, sagen Sie mal, was haben Sie denn hier vor? Effektive Forstwirtschaft nennt sich das. Ja, nennt sich Betrug, Polizei. Warum? Polizei geht draußen. Keine Ahnung, einfach so. Also sollte es wirklich irgendwann mal darum gehen, dass für die Straße eine Aufwendung notwendig ist, dann werde ich dafür natürlich aufkommen, falls dann eine Reparatur notwendig ist. Die Reparatur macht ungefähr, warten Sie kurz, 47.300. Ja, okay, ich verbessere mich, 75.100. 98, mach das dann bitte. Die Reparatur geht ja nicht an Sie. Ja, doch, die gehört mir. Schnell, ich muss das schnell kaufen. Oh, hä? Lol, ich konnte 5000 mehr zurückgeben, die ich eigentlich hab. Ist ein... Was sind Sie denn für ein Cheater? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Also, ganz im Ernst. Minus 5000. Ach. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Normal geht es doch gar nicht. Doch, es geht scheinbar. Ja, scheinbar geht's, aber ich dachte nicht, dass es geht. So. Wieso wurden mir jetzt Geld überwiesen? Hattest du auch Strohabfahren in Auftrag gegeben? Ah, ja, stimmt, das ist ja. Stroh abfahren. Ach so, ja. Stimmt. Achso, ich muss das Ding ja natürlich auch anmachen. Damit. So. Hallo, komm mal weg hier. Hier hätten wir dann mal einen Widmenmacher. So. Gut, dann gehen wir mal zum Lohnunternehmen. Oh. Oh. Okay. Ja, aber das müsste... Ein Problem für Sie sein? Ah, das kann ich doch verstehen. Das wird tatsächlich ein kleines Problem. Ey, Was mache ich hier? Gut, wir gehen zum Lohnunternehmen hoch. Mein Traktor ist wie auf Eis. Der glitscht hier einfach rum. Ohne Scherben. Klopf, Servus. Klopf. Hallo. Hallo. So, und danke für die Wettervorhersage. Daran können wir wohl nichts ändern. Ja. Bitte. Gut, die Abrechnung bitte. Ja. Also für Varuna bitte. Einmal 100. Wie viel? 900. 900. 900. 900. Okay. 90.000. Ja, haben Sie gehört. Der Rest geht an mich. Wir runden ein bisschen auf. Ja, und für Leon das gleiche. Ja. Okay. Gut. Dann runde ich auch mal auf. So.
Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Bis dahin, haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen.